Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Longing. Dem geneigten Zuschauer ist vielleicht aufgefallen, dass viel Zeit vergangen ist. Das liegt zum einen daran, dass ich ja nicht so viel Zeit hatte, weiter zu spielen direkt. Zum anderen läuft diese Zeit direkt weiter. Das nächste, was passiert ist, ich hatte dann schon weitergespielt. Nicht sehr weit. 6 Minuten oder so. Und habe dann festgestellt, dass die Aufnahme leider zerschossen ist. Und ich versuche jetzt, den Weg nochmal zu gehen, den ich gegangen bin. Wünscht mir Glück. Ich habe ein Stück rote Farbe gefunden. Also ich glaube, es war bei der zweiten Session. Ich glaube, ich bin hier durchgegangen. Ich habe auch zwischendurch dann nochmal einen Save-Punkt gehabt. Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier runtergegangen bin. Naja. Ich bin dann auf jeden Fall mit diesem Schnellreisesystem, was kein wirkliches Schnellreisesystem ist, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube hier. Nee. Oder? Ja, vielleicht doch. Naja, auf jeden Fall, wenn man auf diese Schnellreisetaste laufen drückt, dann geht er automatisch in diese Richtung. Ja, aber es geht dann nicht schneller. Also er läuft dann automatisch dahin in genau diesem Tempo. Ja, doch. Ich glaube, hier habe ich die mittlere Tür genommen gehabt. Ich meine, mich so dunkel erinnern zu können. Vielleicht sind wir auch schon dreimal im Kreis gelaufen und es ist mir nicht aufgefallen. Auch das will ich nicht ausschließen. Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal hier durch und dann gucken wir, wie es da aussieht. Wir müssen ja irgendwie... Ja doch, das könnte dieser Ort sein. Den hatten wir, glaube ich, beim ersten Mal schon. Sieht zumindest ähnlich aus wie dieser Ort, den ich da abgespeichert hatte. Ja, bis jetzt haben wir noch nicht so viel Spannendes gefunden. Oh, jetzt habe ich was Spannendes gefunden. Cool. Okay, das geht nicht. Jetzt haben wir was Spannendes gefunden. Cool. Das werden wir uns mal ansehen. Vielleicht sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Karte, so ein bisschen, ne? So richtig schlau werde ich daraus auch noch nicht. Naja, wir können ja mal hier auf... Diese Einkerbungen scheinen eine sehr krude Karte des Königreichs abzubilden. Es wird eine Weile dauern, sie zu entschlüsseln. Macht ja nichts, wir haben ja Zeit. Ich hätte jetzt irgendwie gehofft, dass wir sagen können, okay, entschlüssele das bitte. Dann bist du eine Weile beschäftigt.
Aber es passiert auch irgendwie was, ne? Wir zoomen langsam raus. Ah ja, tatsächlich. Ich fange an, diese Einkerbungen zu verstehen. Ja, okay. Das heißt, wir müssen jetzt im Prinzip bloß warten, bis das komplett rausgezoomt ist und dann einen Screenshot davon machen. Keine Ahnung. Ah ja, okay. Das ist natürlich schon mal wieder sehr fies, dass hier diese beiden sich halt komplett gleich aussehen, ne? Also wenn man jetzt irgendwie hier rauskommt und dann aus irgendwelchen Gründen hier rauskommt, dann denkt man, man ist da vielleicht. Weiß nicht. Bin ich echt so weit gelaufen? Wohl das hier könnte der Raum sein, wo ich mir diesen mittleren ausgesucht hatte. Aber ist jetzt irgendwie nicht so ganz schlüssig, wo der hinführt. Oder war das da? Nee. Hm. Also ich hätte jetzt gedacht, dass dieser Weg dann hier, ne, dass das hier so miteinander verbunden ist. Die halt auch irgendwie nicht so wahnsinns viel, was mir bekannt vorkommt. Also die Halle des Königs, das kann ja unmöglich so wahnsinnig weit weg sein. Oder? Oh doch, das könnte hier unten sein. Ja, und dann sind wir diese steile Treppe hoch. Und dann sind wir, glaube ich, hier durch. Weil hier, ich erinnere mich an diese Buntglasfenster. Ich glaube, ich habe diese Einkerbungen endlich entschlüsselt. Der Weg nach oben scheint lang und düster zu sein. Ja. Das scheint mir auch so. Aber es bewegt sich auch immer noch, ne? Also es zoomt immer noch weiter raus. Sieht ja interessant aus da. Eis und da so Kristallkrams. Na, es bewegt sich noch, ja. Um jetzt auch nicht irgendwie wo drauf zu klicken, ne? Wenn man jetzt irgendwie sagen würde, oh, da will ich hin und klick und dann läuft er automatisch los. Ich glaube, das passiert nicht. Aber ich würde auf jeden Fall gerne noch ein bisschen abwarten, bis das wirklich rausgezoomt ist. Ich frage mich halt, merkt er sich das dann? Oder ist es wirklich so, wie ich gerade gehässigerweise behauptet hatte, einfach einen Screenshot zu machen? Wäre schon eine arge Hilfe. Muss man ja einfach mal sagen. Es bewegt sich immer noch, ne? Also sehr langsam, aber es tut sich noch was. Ja, dieses Spiel ist schon sehr entschleunigt, muss man doch sagen, ne? Also keine Hektik aufkommen lassen. Okay, also das scheint nach links und rechts jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel mehr zu geben. Weiß nicht, ob hier jetzt so eine Treppe noch ist und da dann vielleicht. Ah,
Aber Türen sind ja doch recht deutlich sichtbar eigentlich. Gibt schon noch ein paar interessante Flecken, ne? Das hier sieht interessant aus, dieses Gebilde hier. Auch dieser Raum, ne? Der so ganz, ganz rausstecht aus dem sonstigen braunen Kram hier in der Umgebung. Ja, dieses helle Weiß hier, das ist ja auch höchst interessant. Naja, das meinte er mit der Weg nach oben ist lang und dunkel. Naja gut, aber wir wollen ja auch nicht nach oben. Also ich meine, klar werde ich mich nicht davon abhalten lassen, da mal lang zu gehen. Aber unser Augenmerk sollte ja eigentlich sein, auf den König aufzupassen. Es fehlt auch ein Raum hier, mindestens. Weil hier ist ja, da ist ja unsere kleine Kammer. Und die müsste ja dann hier abgebildet sein eigentlich. Ist sie aber nicht. Tut sich hier noch was? Tatsache, es zoomt immer noch langsam raus. Ich frage mich halt, ob man einfach belohnt wird, wenn man das komplett abwartet. Ich weiß es nicht. Mir schien, als fiele etwas von der Decke. Also wenn irgendwas von der Decke gefallen ist, dann nicht in diesem Raum. Naja, aber wir sollten uns diesen Raum hier auf jeden Fall abspeichern. Dann zweifelsfall können wir hierhin zurückkehren und dann nochmal eine Viertelstunde lang auf diese Karte starren, um einen Überblick zu bekommen. Das ist identisch? Kann sein. Hab jetzt schon wieder vergessen. Ich hätte mir doch ein Bild machen sollen. Wir haben auch schon lange keine Kohle mehr gefunden. Ab und zu hat Einsamkeit auch was Gutes. Ja, das stimmt. Ab und zu kann man sich das ganz gut antun, mal allein zu sein. Aber man muss es auch abkönnen, ne? Also ich weiß ja nicht. Wer Gaming-Kram guckt und sich auch für Survival interessiert, aber Fritz Meinecke hat ja in diesem Jahr, sieht irgendwie anders aus, oder? So eine Survival-Challenge, Seven vs. Wild, bei YouTube gestartet. Ein ziemlicher Erfolg. Auch ich habe mir das angesehen. War sehr spannend und da ist ja zum Beispiel der Martin, der auch einen YouTube-Kanal betreibt, der ist da schon ziemlich an seine Grenzen gelangt, weil er einfach die Isolation nicht so gut ertragen konnte, allein zu sein einfach. Ja, der Schatten fragt sich, wie groß diese Höhlen wohl tatsächlich sind. Wir haben gerade ein groben Ausmaß feststellen können, wie groß diese Höhlen so sind. Und wir haben uns verlaufen, denn diese goldene Kammer
Die war ja eher links, oder nicht? Wollte eigentlich nach rechts. Naja, aber jetzt können wir uns mal diese Reichtümer ansehen. Hacken können wir. Nicht, dass ich viel damit anfangen könnte, ja. Auch ganz nett. Speichern wir uns trotzdem mal ab. Oh, ist hier Kohle gewesen? Ja. Hier Kohle. Toll. Oh, da liegt noch was. Ein Stück Kreide. Jetzt kann ich den blassen Mond malen, der mir auf immer verborgen bleibt. Oh, das ist ja ein bisschen sehr melancholisch. Und für immer verborgen ist er ja auch nicht. Wir müssen ja nur 400 Tage warten, bis der König wieder kommt. Oh, warte mal, das hier ist doch, da sind wir doch hergekommen. Ja. Da sind wir hergekommen. Da sind wir rausgekommen und dann sind wir als erstes links lang. Guck mal, jetzt sind wir von rechts gewesen. Ja, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall mal oben in der Mitte lang. Also langsam wird ja doch ein Bild draus. Nicht, dass ich einen großartigen Orientierungssinn hätte. Wo kann ich denn hacken? Ah ja. Könnte diese Kristalle abhacken. Weiß nicht genau warum, aber man das machen sollte. Also, naja. Der König wird ja vielleicht auch nicht begeistert sein. Wenn wir seine Einrichtung hier zerdeppern. Das ist einer von diesen Räumen, die so gleich aussahen. Ich werde mich mal instinktiv weiter nach rechts begeben, weil ich wollte mich eigentlich in dieses komische Kristallfeld begeben, was wir auf der Übersicht erspicken konnten. Oha, oha, ich befürchte. Wir versuchen einfach mal diesen Raum hier mit unserem Weg einfach nach rechts weitergehen. Sind wir nicht weit gekommen? Obwohl, hier sind wir, glaube ich, noch nicht gewesen. Okay, dafür führt eine Brücke hoch. Da kann man auch bestimmt was mitmachen. Springen. Ah. Wird nicht länger als eine Woche dauern. Okay. Okay. Dann merken wir uns das mal. Hoffe mal, dass er sich auch dieses Bild als wahrscheinlich nicht, ne? Doch, tatsächlich. Sondern das heißt also, wir wissen, nach einer Woche bricht dieser Stalagmit ab und dann kann man da lang gehen. Ui, okay.
irgendwie anders aus. Wir gehen weiter nach rechts. Ich mag den Geruch von Erde. Das ist schön. Es sieht aus, als wenn da ein Blatt Papier liegt. Schauen wir doch mal. Aufheben. Dieses Stück Papier wird mir in meinen Kunststudien nützlich sein. Ich frage mich, wo es herkommen mag. Ich habe jetzt drei Papier. Okay. Langer Gang. Wird immer kleiner. Ich wünschte, ich hätte jemanden zum Reden, aber eigentlich kann ich das auch mit mir selbst. Ich muss mich nur setzen und meine Gedanken sortieren. Ja, setzen könnten wir uns natürlich in unserem kleinen Kabuff. Ui, wieder eine Weggabelung, okay. Aber wir bleiben erstmal bei unserem Pfad nach rechts. Ich möchte gerne diese Kristallstatuen erreichen. Oh. Ende Gelände. Mist. Da ist die Spitzhacke. Springen, ja, wahrscheinlich. Ah ja, okay. Das heißt also, nach 2 Wochen kann man auf dem Moos landen. Und dann kann man da vielleicht weitergehen und sich die Spitzhacke holen. Das ist ja auch cool. Das heißt, auch hier merken wir uns mal, dass wir hier nochmal wieder zurückkehren. Tja. Entschuldigung. Ich denke, das ist genug Aufregung für diese Folge. Ich weiß noch nicht, ob ich das Let's Play tatsächlich weiterspiele, weil... also das Spiel finde ich irgendwie ganz ulkig. Lustig gemacht, weil er irgendwie doch eine lustige kleine Gestalt ist und der etwas tränige und träge Charakter sagt mir durch ein bisschen zu. Aber ich glaube, es ist sehr unspektakulär zum Zusehen. Ja, wenn ich weitermachen soll, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, legen wir das hier mal zu den Akten. Bis dahin, ciao.